Im Kindergarten werden neben der Erziehung im Elternhaus wichtige Grundlagen für das Leben der Jüngsten gelegt. Spielen, lernen, toben, Freunde finden, aber auch streiten, verlieren gehören zum Alltag einer Kita. Wir hier in Plauen haben eine Vielfalt an Kita-Einrichtungen. Insgesamt sind es 28 in der gesamten Stadt. Allein davon sind 11 städtisch betrieben. Wir möchten Ihnen gerne jede einzelne städtische Kita vorstellen in nächster Zeit und Sie darauf aufmerksam machen, welche Möglichkeiten es gibt, welche individuellen Besonderheiten in jeder Kita vorhanden sind und warum es sich lohnt, sich bei uns anzumelden. Ich stehe hier in Stöckicht vor der Kita Teddy, der kleinsten Einrichtung unserer Stadt. Mit 23 Kita-Plätzen ist das eine sehr familiäre Umgebung, in der Kinder aufwachsen können. Und dazu kommt noch, mitten in der Natur können Kinder eben gerade die Umwelt begreifen und erlernen. Wir möchten Sie ganz herzlich zusätzlich hier bald einladen. Am 13. Mai ist von 10 bis 13 Uhr Tag der offenen Tür. Hier können Sie sich mit der Umgebung und den Gegebenheiten in der Kita vertraut machen. Herzliche Einladung. Die Kita Kemmler Zwerge in Oberlosa ist eine ebenfalls sehr familiäre Einrichtung. Hier können Kinder in einer Gruppe gemeinsam betreut werden. Es stehen mehrere Räume zur Verfügung, wo die Kinder sich ausprobieren, toben und lernen können. Auf unserer Webseite der Stadt Plauen finden Sie alle relevanten Informationen zu unserer Kita-Landschaft. Darüber hinaus können Sie sich online mit dem Kita-Ticket für Ihre Wunschkita anmelden. Wir freuen uns sehr, so eine vielfältige Kita-Landschaft mit so vielen Angeboten hier in unserer Stadt vorhalten zu können und laden Sie herzlich ein, sich bei uns anzumelden.